Hotels hier in der Ecke, ja? So kleine Hotels, ja, da wo man hier auch übernachten kann. Ja? Dann von hier aus, dann fährt man rüber mit dem Boot, einem Bootchen zum Schnorcheln auf der Straße. Ja, kommt ja auch schon ein Bootsführer dafür, ne? Der uns dann fährt dann zu die drei Inseln. Ja. Wir werden den ganzen Tag dann verbringen da auf den drei Inseln. Also die Inseln sind Nangu, Kedis, ja, und Sudak. Ja. In Sudak werden wir dann so Mittagspause machen. Ja. So, wir sind ja gleich da. Dann müssen wir erstmal unser Bootsführer finden. Ja. Der irgendwo hier auf uns wartet. Ist irgendwo hier. Schon unser Bootsführer da, der uns zeigt, der wohin. Ja, wir sind schon hier da. Ja, so. Ich packe meine Sachen ein. Jetzt los. Der Bootsführer heißt Idi. Der Idi. Und? Alles klar? Toll, was?
haben wir auch Futter für Fischer, ne? Da werden wir dann füttern, dann kommen Fischer zu uns, ja? Aber automatisch, wenn wir ins Wasser sind, dann kommen die Fischer automatisch zu uns, ja? Weil die dann gewohnt mit den Touristen sind. Die sind oft auch von Touristen gefuttert worden, ja? Wir fahren jetzt weiter zu der nächsten Insel, Gili Geris. Ja. Oder Gili Suda. Ja. So, wir geben Gewitter aus, ja? Wow, sieht so Gewitter aus da hinten, ne? Regnen, es regnet ja da. Sind gerade viele Einheimische. Könnt ihr bei dieser Stelle kurz anhalten? Ja, auf der Insel? Oder da? Ja, wir fahren so rum. Ja, es reicht nicht. Ah ja. Willst du in den Schatten? Ich gehe hier rüber und da kannst du rüber. Na? Hier? Oder da? Hier? Schatten? Hm? Danke dir. Ja. Ja. Ja, so ist es. Ja. Plastik. Ja.
hier in einem Restaurant. Wir machen Mittagspause. Wir gucken hier ein bisschen rein. Im Regen. Wow. Ja, die Grill. Es wird auch im Regen geangelt. Ja. Dort. Motto. Schade, Regen auf der Insel. Wir müssen die Insel verlassen, bevor die Sonne rauskommt. Ja? Nass, ja, alles nass. Ja. Zum Fisch fangen. Ja. Da gibt es auch schon viele andere dort da hinten. Ja, da kommt auch schon Wasser, Scheinwerfer da, um Fisch zu fangen, einzulocken. Ja.